Daneben Maz, der sich über Dorian beugte. Er zeichnete ihn mit dem Messer, so wie vorher Gewiebin. Aber nicht seine Brust, sondern sein Gesicht. Weil die Mumie auch im Gesicht tätowiert war. Und dann war er fertig. Dorian stand auf, die Visage knallvoll mit Ornamenten und Schriftzeichen. Nur die Stirn war noch frei. Srashams letzte Diener hat das Zeichen erhalten. Jetzt kann der Erhund erwachen. Zeige dich, Srasham, und hol das Fleisch zu dir, das dir gehört. Die Tätowierungen lösten sich von den Dienern und wurden zu einem Schwarm. Sie sollten zu Srasham zurückkehren. Aber irgendwas stimmte nicht. Bei Dorian. Die Zeichen klebten immer noch auf seinem Gesicht. Mordor! Was ist mit ihm? Geht weg! Weg von ihm! Aber es war zu spät. Dorians Gesicht flammte auf. Grelles Licht floss heraus und sprang auf die anderen Tattoos über. Nein! Nicht! Und dann Chikien! Wo kann das Thrasher bei ihm nicht mehr? Maz warf sich auf die Mumie zum Schutz.